Alle 3 Monate kommt meine Top 10 Tabakliste. So auch heute, wir starten rein in meine 10 Lieblings-Shisha-Tabaksorten. Bevor wir mit der eigentlichen Top 10 anfangen, muss ich erst noch ein paar Sorten nennen, beziehungsweise ein paar Marken nennen, die mir das Ganze ein bisschen schwer gemacht haben. Ich habe nämlich in letzter Zeit sehr, sehr viel Dark Blend geraucht, der entweder aus Amerika oder aus Russland kommt, den es leider nicht in Deutschland zu kaufen gibt. Na, da wäre zum Beispiel Tangiers dabei oder Elements dabei oder auch die ein oder andere Must-Have-Sorte, die es leider nicht in Deutschland gibt. Deswegen packe ich die auch nicht mit in diese Top-10-Liste, aber trotzdem will ich euch kurz diese Sorten erzählen, weil sie eigentlich mit in die Liste rein müssten. Aber da man sie hier nicht kaufen kann, habe ich gedacht, was bringt euch eine Top 10, wenn ihr die Sorten eh nicht probieren könnt. Vor allem werden da einige Tangiers-Sorten drauf, zum Beispiel der Cane Mint, der Ololuqui oder wie auch immer man ihn ausspricht, der Maraschino Cherry und noch ein paar andere, aber auch so Sachen wie der Element Pear oder der Element Current habe ich sehr, sehr oft geraucht und müssten eigentlich mit auf die Liste, geht aber leider nicht, weil es sie in Deutschland nicht gibt. Das heutige Video wird gesponsert von Mose mit der Noir-Pfeife. Eine Pfeife mit besonderer Baseform, Closed-Chamber-System an der Unterseite, abnehmbarem Diffusor am Ende des Tauchrohrs und dank Stecksystem passen alle großen gängigen Steckbowls hier eben in der Black Edition und Cut Edition zu sehen. Das einzigartigste Feature der Pfeife, der Blow-Off aus 4 Löchern an der Base nach oben und unten. Und jetzt das limitierte Angebot bei moseshisha.de sichern mit Code SWGNOIR bis zum 15. März ein kostenloses Carbonmundstück zu jeder Noir dazu bekommen. So, dann fangen wir auch direkt an mit meinem 10. Platz. Das ist geworden der Holster Bloody Punch. Eine Mischung aus Grapefruit und Blutorange, die super nice geworden ist. Ich habe schon von True Passion die ganze Zeit gerne in Vampire Nights geraucht. Das war dieselbe Mischung. Jetzt gibt es das eben auch von Holster mit der gewohnten Holster-Qualität. Und Blutorange und Grapefruit eine super nice Kombi. Die Blutorange eher so ein bisschen im Hintergrund. Ich finde, die Grapefruit kommt eher durch, was für mich ganz gut ist, weil ich normal nicht so auf diese Orangen-Flavor stehe. Aber dadurch, dass die Grapefruit da im Vordergrund ist, auf jeden Fall ein sehr, sehr nicer Flavor. Auf Platz Nummer 9 ist der Savoux Lim 2. Ein Zitrustabak, dessen genauen Mix ich gar nicht kenne. Ich kann euch aber nur sagen, Lim 2 soll so schmecken wie Lim 2 Bonbons und ich finde, da kommt er auch halbwegs ran. Natürlich nicht super nah an diesen Bonbons oder Kaubonbons oder wie auch immer, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr leckerer Zitrusmix, den ich zum Beispiel super gerne mit Black Nana gemischt habe oder auch mit Kiwi. Auf Platz Nummer 8 ist eine von den 3 neuen Somo-Sorten und zwar ein Kaktus-Flavor, der Kaktus-Jack. Hätte ich nicht gedacht, hat mich sehr überrascht. Für mich auch absolut die beste Somo-Sorte, die es im Moment auf dem Markt gibt. Sehr, sehr leckerer Tabak, der einfach geil nach einer typischen Kaktus-Feige schmeckt. Holt mich auf jeden Fall komplett ab und deswegen auch in meiner Top 10. Auf Platz Nummer 7 auch noch eine relativ neue Sorte, die sich aber sehr, sehr schnell in meine Top 10 geschlichen hat. Und zwar ist es der Red and Green von Aquamenta. Eine Mischung aus 2 Apfelsorten, einem roten und einem grünen Apfel. Aber ganz wichtig, das ist kein Doppelapfel, es ist kein Anis mit drin. Und Aquamenta seit 2021 auch endlich wieder ohne Shot. Auf Platz Nummer 6 kommt der erste Dark Blend. Und zwar ein Flavor von Darkside, den ich vor allem gegen Ende vom Sommer sehr, sehr oft geraucht habe. Im Winter jetzt tatsächlich ein bisschen weniger oft, aber ich wollte ihn auch nochmal in ein paar cremigen Mischen probieren, zum Beispiel mit dem Belgian Morning oder sowas. Es ist der Darkside BN Papa. Ein Bananetabak, der mich echt umgehauen hat. Ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt einen Banane-Flavor gibt, der mir irgendwann mal schmecken wird, weil normal war Banane immer eher so meh. Aber der BN Papa ist auf jeden Fall sehr, sehr nice geworden und deswegen auch in meiner Liste. Auf Platz Nummer 5 machen wir direkt weiter mit dem nächsten Darkside. Es ist vermutlich einer meiner absoluten Favorites von Darkside ever. Es ist der Hola. Hola, man könnte vom Namen schon drauf kommen, ist ein Cola-Tabak, der einfach unglaublich gut umgesetzt ist. Das dann noch mit dieser ganz leichten, typischen Darkside-Note im Hintergrund. Super, super nices Ding und deswegen auf jeden Fall bei mir relativ oben schon in der Liste mit am Start auf Platz 5. Auf Platz Nummer 4 haben wir den ersten und einzigen Must-Have, der es in meine Top 10 gepackt hat, der Must-Have Lime.
ein sehr, sehr leckerer Limettentabak, den ich schon unglaublich lange, unglaublich gerne rauche und auch dieses Mal wieder mit in meiner Top 10 ist. Ich muss allerdings dazu sagen, das ist nicht der einzige Master Flavor, den ich viel geraucht habe. Auch den Pineapple, den Raspi oder vor allem auch den Pinkman, um ihn zum Mischen zu nehmen, sehr, sehr nice. Auch von den neuen, der Marokko ist sehr, sehr gut, aber ihr habt ja hoffentlich alle schon mein Top 5 Must-Have-Sorten-Video gesehen. Aber stellvertretend auch für viele andere Must-Have-Flavor auf dem Platz 4, der Must-Have-Lime für mich der beste Limettentabak, wenn es um Dark Blend geht. Bevor wir in die Top 3 starten, nochmal kurz der Aufruf. Das Ziel dieses Jahr sind die 100.000 Abonnenten. Falls ihr uns dabei helfen wollt, würde ich mich riesig über ein Abo oder auch über einen Daumen nach oben auf dem Video freuen. Platz Nummer 3 ist ein Flavor, den ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Habe ich irgendwie nicht kommen sehen und auf einmal war er da und auf einmal war er gefühlt in jedem zweiten Köpfchen, den ich geraucht habe. Es ist der Shades Quickie. Ein Kiwi-Tabak, der einfach unglaublich nice geworden ist. Eine ganz, ganz leichte frische Note noch mit am Start hat. Auch der Savu Kimi war echt nicht schlecht. Bei mir aber relativ häufig oder häufiger auf jeden Fall der Quickie am Start. Und ja, Leute, ihr habt es in den Livestreams bestimmt schon mitbekommen. Black Nana und dazu ein bisschen von dem Quickie, so 80% Black Nana, 20% Quickie, also Kiwi, einfach eine super nice Mische. Deswegen der Quickie auf jeden Fall auf meinem Platz 3. Zu Must-Have Lime habe ich ja eben gesagt, mein absoluter Lieblings-Dark-Blend-Limette-Flavor. Ich habe aber nicht nur Limette als Dark-Blend geraucht, sondern auch als Virginia. Ihr werdet euch sicher schon denken können, was es ist. Es ist schon ein sehr, sehr langer Begleiter auf der Top 10 Liste. Es ist der Green Lean von Hukain. Einfach für mich der beste Limettentabak, wenn wir über normalen Virginia-Tabak reden, also nicht über Dark Blend reden. Einfach eine super geile Limette. Die Beschreibung von Hukain mit eine ganze Zitrone und eine ganze Limette in einer Dose stimmt da auf jeden Fall. Für mich nach wie vor einer der besten Limettenflavor, die der deutsche Shisha-Markt jemals gesehen hat und deswegen definitiv auch ein verdienter Platz 2. Platz Nummer 1. Ich muss gar nicht lange ein Geheimnis drum machen. Ihr habt es euch schon längst gedacht, aber die Liste wäre auch einfach nicht komplett, wenn wir es nicht mit drauf hätten. Ich habe es auch gerade jetzt in dem Köpfchen auf der Mose Brise 2, also Mose Brezel 2, wie sie ja ganz offiziell heißt. Läuft gerade in meinem Packer Huakaya oben drauf noch der Lotus 1 Plus. Drinne ist natürlich der Black Nana. Ich hoffe sehr, dass wir bald den neuen Holster auch wiedersehen. Bis dahin werde ich auf jeden Fall bei dem Black Nana bleiben. Ich bekomme immer noch die alten Kilo-Dosen. Ich habe gehört, dass der mit dem Shot auch okay sein soll. Der neue soll wohl eher nicht so gut ankommen, sagen wir es mal so. Also ich habe bis jetzt nur eine positive Meinung und sehr, sehr viel negative Meinung gehört. Aber da man immer noch den 2.0 bekommt und den Shoot Meat, der mit dem Shot, soll es wohl ganz okay sein. Der ganz neue, der Black Nana 2.0, ist ohne Shot. Man sollte aber einen Shot benutzen. Ich würde einfach sagen, holt euch, wenn ihr nicht an die alten Kilos kommt oder ihr euch keine Kilos kaufen wollt, holt euch einfach den Shoot Me mit dem Shot dazu. Das war auf jeden Fall meine Top 10. Schreibt mir gerne eure Top 10 unten in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.